Manchmal steckt der Teufel im Detail und du drehst und du wunderst dich, wieso du die blöde Schraube nicht loskriegst. Und es liegt einfach nur daran, kleiner Zwischenstand, nach ungefähr 20 Mal ein- und ausbauen, da muss ich schon wieder der Böse sein. Ich will immer gar nicht der Böse sein, der das aber auch mal auf. Wir hoffen, wir hören von der entsprechenden Firma was. Herzlich willkommen, wo ist eigentlich mein Schlüssel? Ach da, zu einem neuen Vlog. Der Plan ist heute, die beiden Reifen sollen auf den 900er TMS und auf 900er TMS und, achso, dann sollen die Vorderräder ab und dann soll der da rein. Unsere beiden Bagger sind wieder da, die können hier wieder rein. Dann sind wir da schon mal wieder safe. Da mache ich noch so ein bisschen Nachkontrolle, man kennt's. Und wenn das alles so gut ist, ne, da ist Nummer 1, da ist Nummer 2, wenn das alles so gut ist, dann kann man sie beim nächsten Mal wieder rausgeben. Ne? Ja. Unsere Arbeitsbereifung steht hier jetzt auch. Hier, ne? Ich hatte mich festgefahren. Da und nachher da. Ich hatte ja... Das habe ich ja mit Beton gemacht. Warum bin ich denn nicht weitergegangen? Warum habe ich denn nicht das Stück noch gemacht? Und dann hätte man hier... Das könnt ihr nicht sehen. Das ist so ein bisschen Vella Forma. Und das ist natürlich für den, mit den kleinen Rädern... Und für mich, der ja nicht so viel wiegt. Und so ein Rad wiegt ja nochmal ein bisschen mehr. Ein bisschen anstrengender, ne? Also... Es geht natürlich nichts über eine 20x40 Halle, die einfach komplett ebenen Fußboden hat. Ne? Aber ja, da, die haben halt nur Auserwählte, die wirklich, die das brauchen und die das viel benutzen. Ne? Ja, das ist nun mal so. Aber solche kleinen, hier muss ja nur so ein kleiner Pieselstein sein. Oder wenn du, das ist ja hier schon ganz gut, wenn du auf Pflasterstein bist und kommst nur in die Fuge rein, dann musst du dich schon anstrengen, um das Ding da wieder rauszufühlen. Ne? Meine Herren, so schön so ein Gerät auch ist, aber es ist auch anstrengend, ne? Aber es ist die beste Variante. Also es gibt, glaube ich, in meinen Augen nichts Besseres.
Ich würde sagen, er steht drin, ne? Und mein erreichtes Ziel ist halt, ich will hier arbeiten und komme hier jetzt natürlich perfekt ran. Ne? Ich habe die Vorderachsfederung ganz runtergefahren, dass hier also der volle Platz ist. Und dann besteht die Hoffnung, dass der Zylinder so da rauskommt. Ne? Wenn wir uns dann generell noch um die Vorderachse kümmern, aber erstmal sind wir schon mal so weit. Man kann natürlich nicht lenken. Ne? Also wir haben, habt ihr gesehen, ich habe noch ein bisschen gemogelt, ich habe noch ein Stück Holz untergelegt. Man könnte vielleicht noch, wenn man den weiter nach hinten setzt, bisschen geht ja noch, man könnte ja sogar bis hier gehen, dann glaube ich, kommt der Winkel nochmal anders. Meine ich, würde ich jetzt so sagen. Ne? Das könnte man noch machen. Stück Holz macht es jetzt auch. Ich habe auch noch die Gummistücken dazwischen gelegt, die ich mal von euch gekriegt habe. Also richtig cool. Und jetzt habe ich die Fronthydraulik halt wieder runter gemacht und er steht jetzt voll da drauf. Ne? Also da drauf, da drauf. Und der Unterlenker sorgt eigentlich nur dafür, dass er nicht runterrutscht. Der Rest ist alles fest. Ne? Und ich habe beim Reinfahren ein bisschen gemogelt. Das kann dieser Trecker nämlich. Einzelradbremse. Du kannst durch die Einzelradbremse so ein bisschen mogeln. Ne? Alter, ich bin Mason hat von Schwedt und dann hat er eben auch noch so mit geregnet. Naja, was soll's. So, Tür zu. Aber jetzt ist natürlich mit den 800er Rädern natürlich eng. Tür zu und dann gucken wir mal weiter. Jetzt scheint gerade die Sonne. Es ist, ja, jetzt trocken wir gleich wieder ab. Es ist Aprilwetter, ne? Es ist reines Aprilwetter. Meine Herren. So, wir stellen erstmal die Bagger rein. Die müssen ja jetzt noch hier einen Platz drinne kriegen. Sehr schön. Jetzt steht er hier so drinne. Wo ist denn da? Knarre. Wir lassen jetzt nebenbei die Öle ab. Das heißt also, bei diesem Schlepper steht an Vorderachse Öle tauschen, Frontzapfelle Öl tauschen und Motoröl tauschen. Da habe ich schon Motoröl vorbereitet. Wir machen erstmal hier. Ich habe jetzt den nach oben gedreht. Ich habe ja mal die Erfahrung gemacht, wenn du den nicht nach oben gedreht hast und da ist Öl und da ist Druck drauf, dann kommt das da so rausgeschossen. Und das ist ja auch nicht so von Vorteil. Deswegen habe ich den mal nach oben gedreht. Und in der Position schrauben wir ihn jetzt mal auf. Mal gucken, wie leicht oder schwer der Spaß ist hier. Oh, das geht schon mal sehr gut. Man weiß das ja aber nicht. Ich habe sie persönlich schon aufgehabt und wieder zugehabt, also die kenne ich. Ganz leicht Druck drauf, alles gut. So, jetzt können wir das Ganze nämlich nach unten drehen. Die Achse ist jetzt zu dieser Seite geschwenkt sozusagen, also runter. Ich kann sie auch hoch machen zur anderen Seite, aber damit das besser rausläuft, fangen wir mal so an. Und da kommt schön goldiges Öl raus. Das ist doch immer schon mal ein gutes Zeichen. Und das kann jetzt erstmal ausblubbern. Und das machen wir dann auf der anderen Seite. Und jetzt mache ich parallel noch die Motorölschraube raus. Dann haben wir das nämlich schon mal abgearbeitet. Und dann kann das in Ruhe ausbluten. Das ist eben der Vorteil, wenn man Zeit hat und hier drin im Warmen, dann muss man da auch nicht lange irgendwie warm fahren oder so. Ein bisschen gedreht werden kann er noch. Noch ein bisschen. So, Blubber raus, mein Freund. Hier kann man übrigens mal sehen, 5000%ig gewaschen ist nicht, ne? Da kommt man halt schwer bis gar nicht hin. Es ist nochmal wieder angenehmer, wenn man natürlich auch noch die Vorderräder abbaut zum Waschen, aber ja, kann man sich auch, ist nicht tragisch, kann man sich auch sparen, sag ich mal, ne? Aber man würde dann hier besser rankommen, man würde da überall besser rankommen. Es ist schon ein bisschen angenehmer, ne? Aber was nicht ist, ist nicht, ne? Ich glaube, so ein zweites Gerät ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sieht aber geil aus, wenn beide, wenn vorne und hinten damit angehoben sind, ne? Das ist übrigens mein Surfbrett, ne? Er steht drauf, EK Tech. Ganz viele Fragen nach diesem Surfbrett. Leute, ich würde euch gerne helfen. Das gab es mal bei ökoprofi.com zu kaufen. Gibt's aber nicht mehr. Ist verschollen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn einer von euch das weiß, kann er das ja gerne unten reinschreiben, mal bitte. Weil ganz viele nach dem Surfbrett fragen. Also ich finde das mega, komme da super mit klar. Nutze das sehr, sehr viel. Ist halt ein großes Kniekissen. Du kannst sie auch mal rauflegen. Du kannst hier in diese kleinen Taschen mal was reinpacken da. Dann rollt das nicht gleich weg und so. Ist ganz cool. Also vielleicht weiß da ja jemand mehr als ich. Wäre ganz cool. Bei diesem Trecker, Motoröl ein bisschen aufpassen. Der hat eins... zwei Schrauben, ne? Er ist halt ein guter. Eins.
2. So, 2 Schrauben. Weil die Kardanwelle wandert hier ja durch, ne? Der Allradantrieb. Und der ist hier unten verankert. Und deswegen ist das geteilte Ölwanne. Sicherheitshandschuhe. Doppelte Power. So, müssen wir mal gucken. Was habe ich den Zangenschlüssel eingestellt? Oh, ist ein bisschen dreckig. Irgendwas bei 32, vielleicht ein Ticken größer. Ah, oh, passt. Für solche Sachen ist das auch gar nicht mal so schlecht, so einen Zangenschlüssel zu haben, der einfach universal ist. Dann läufst du nicht dreimal, weil du denkst, ist es jetzt 27, 30, holst einen 30er. Oh ne, ist doch 32. Also, von daher passt das ganz gut so. Ist ja man auch nur ein Plastikdeckel hier sozusagen, wo der Filter hinter sitzt, ne? Mein Behältnis noch ein bisschen anders aufstellen, nicht, dass das da reinrauscht, ne? Daneben rauscht. Dieses Motoröl. Motoröl ist ja mit seiner Schwärze ja immer so schön, dass er Ruß und Ruß ist einfach. Ist einfach irgendwie schlecht, immer wegzukriegen. So. Ziehen wir ihn hier ein bisschen raus und dann kann er auch in Ruhe abtropfen. Das läuft schon mal sehr gut. Mühe rüber. Und dann. Kann er vor sich hin dröbbeln? MN Agro GLS SAE 90, ne? Mit hier API GL5 LS und dann ist ja immer noch wichtig manchmal. Hat er noch irgendwas? Diese 5, ach ich weiß gar nicht, irgendein Zusatz. Auf jeden Fall ist das ein Manolöl und das hat hier alle unsere Spezifikationen, die wir brauchen. Für die Vorderachse, vor allen Dingen für. Also Vorderachse, Hinterachse und. Vor allen Dingen diese LS-Geschichte, ne? Und dann habe ich mir extra wegen dem Spaß eine Hornpumpe gekauft, weil ich gedacht habe, ich brauche so eine Pumpe, weil einfach zu viel, wenn wir jetzt den 9er komplett machen, noch den anderen und unten brauchen wir halt relativ viel Öl, ne? Und dann habe ich mich jetzt schon darüber gefreut, dass ich so eine gute Pumpe genommen habe. Wenn man hier jetzt den Sirup sieht, der da rausläuft. Ist ein bisschen wie beim Imker hier. Und da habe ich halt, das geht halt sehr gut, aber man sieht halt, dass da so rausläuft. Ja, kann man auf der Kamera vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber es ist sehr hartnäckig. Und ich fördere das jetzt vor hier in meine Handpumpe und dann 20 Liter Kanister hätte ich ja bei mir im Heizungsraum stellen können. Das kann ich jetzt mit den 200 Liter fast nicht. Dann stelle ich jetzt meine Handpumpe, die mache ich jetzt voll. Die stelle ich dann in den Heizungsraum und daraus kann ich dann nachher, wenn das Öl wärmer ist, das entnehmen und dann in die Vorderachse pumpen. Ne? Zweite Seite ist auch schon abgelassen. Jetzt geht's weiter. Achse. Wie heißt es so schön? Der Trick ist, immer erstmal gucken, ob du die Einfüllschraube aufkriegst, weil erst wenn du die Einfüllschraube aufkriegst, drehst du die Schraube raus zum Ablassen. Ne? Das ist ja der Trick. Wenn das nämlich nicht gehen sollte, dass du hier einfüllst, beziehungsweise du hast ja bei dieser ganzen Geschichte 3 Geschichten. Du füllst ein, du kontrollierst da oben. Du kontrollierst. Und die letzte, du lässt ab. Zack. Und heute im Ersteinsatz der blaue. Normalerweise bräuchte ich das ja nicht, weil das könnte hier so runterrauschen, tut sie aber nicht, weil wir ja den Trackjack hier haben. Und wollen wir mal gucken, ob der blaue was kann. Ich meine, ein Stück Plane. Was man in Form hat, kann natürlich was, ne?
So, jetzt kann das Öl da nämlich runter, rüber, rauf, wie auch immer laufen, über dieses Stück Plane und läuft hier unten in unseren Auffangbehälter. Ne? Das ist schon sehr nice, muss man sagen. Hier oben können wir gleich mal gucken. Ich muss mal einmal diese Schraube loswerden. Lassen wir da mal hin zu den anderen Sachen. Da ist unser Wartungskit. Hier oben ist das mit Magnet. Hier in den Kanten ist das sehr versteift. Und so kann das jetzt hier runterrauschen. Und so hätten wir das Ding auch nehmen können, wenn wir hier keine Räder drauf haben. Dann hätten wir das hier untergemacht. Und dann wäre das Öl ja auch rüber und dann an der Felge runter in den Auffangbehälter gelaufen. Ne? Macht sich ganz gut. Funktioniert. Gibt es nichts. Kann man TÜV-Stempel funktioniert drauf machen. Ne? Und ist schön blau. Boah, blau ist ja eigentlich mehr so ein Zustand. Ne? Oh ja. So, jetzt darf der neue Filter da auch wieder rein. Ne? Ziehst die Handschuhe aus, weil denkst, es ist nicht mehr ölig. Hier oben habe ich natürlich den O-Ring mit Öl beträufelt. Und wir sehen jetzt. Super Idee, die Handschuhe auszuziehen. War eine super Idee. Ach, manchmal habe ich ja so gute Ideen. Uah, fest. Ja, sollen wir mal gucken. Das sieht soweit alles gut aus. Wir sind ja die neue Kupferringe verwenden. Es gibt ja auch die Parteien, die sagen, sie glühen sie aus. Kann man alles machen. Machen wir aber nicht. So, 24 Liter, 15,7. 24 Liter sollen da rein. Öl, wir machen mal. Was machen wir da mal? 5 Liter ist zwischen Minimum und Maximum. Wir machen mal 20 und dann gucken wir mal, ne? Das ist so schön, dass man nicht laufen muss. 19, 20. Wie viel genau? 20,16. Siehst du. Dann können wir darüber peilen und dann passt das. Dann haben wir das Öl schon mal aufgefüllt und dann gucken wir mal, ob unser Getriebeöl, unser Öl für die Antriebe, ob das schon erwärmt ist und dann können wir nämlich schon mal die Endantriebe machen. Und dann geht es nachher langsam an den Zylinder, ne? Da haben wir ja das Öl abgelassen. Das Öl hat jetzt schön Temperatur. Das stand schön auf der Heizung. Und jetzt geht es ja darum, den Füllstand rauszunivellieren. 2,7 Liter kommen da rein. Und ich mache jetzt was ganz Einfaches. Da werden viele sagen, hier macht er, ist er nicht ganz sauber. Aber es hat sich bewahrheitet, dass es einfach ist. Und zwar habe ich einen digitalen Winkelmesser. Der ist auch noch magnetisch. Sehr, sehr praktisch. So, den kann ich jetzt hier auf die Kante halten. Ich zeige euch das gleich. So, da ist 0. Was ist denn hier jetzt im Weg? Achso, der Kotflügel. Ich grab an eurer Leiter. Meine Stativleiter. So. Hier macht man jetzt 0.
Also am besten ist eigentlich hier oben drauf, weil das spiegelt die Wahrheit wieder. Das ist 1,1. Und dann eben hier unten drauf genau das gleiche. Und wenn du das nämlich 0,0,1,0,5, wir wollen mal nicht Päpst hier sein, letzter Papst, dann ist das Ganze passig, ne? Der Strich muss ja gerade sein. So, und dafür musst du den haben, den Winkel passig haben. Jetzt haben wir hier sogar genau 0,0. Also alles gut, ich stehe da unten auf dieser Kante auf, ne? Und dann muss das Ganze ja so und dieses muss ja auch. Normalerweise hast du ja Räder dran, dann ist ja fertig. Ich kann die Achse jetzt ja aber hin und her schwabbeln. Deswegen muss ich da ein bisschen mit dem Winkelmesser arbeiten, dass ich die dann ausgeglichen habe. Ne? Und jetzt kann ich hier meine Pumpe nehmen. Kann die hier. Da muss ich das mal sauber machen. Das muss ich ja mal sauber machen. Mögen die Spiele beginnen, ne? Das Öl ist richtig schön flüssig. Das muss ich ja mal sagen. Das macht richtig Freude. Da willst du schon raus, ne? Herrlich. Jetzt geht's ans Auffüllen vom letzten Öl. Hier ist ja die Kontrollschraube. Müssen wir gleich mal gucken. Hier habe ich jetzt die wieder reingedreht. Die ist wieder fest. Jetzt müssen wir hier irgendwie noch unseren Schlabberlatz ein bisschen sauber machen. Junge, ist das hart, irgendwie das Öl. Aber wenn der nämlich so ein bisschen ölig ist, ist das ja auch irgendwie unschön. Ne? Er hat sich jetzt da oben festgemacht. Dann hätte man auch hier oben, ne? Guck mal, das wäre auch gegangen. Wenn man den jetzt so und so festgemacht hätte, wäre das Öl auch hier runtergerutscht in so einer Rutsche, ne? Und jetzt ist es da oben. Jetzt können wir hier nochmal putzi machen. Ja, ja, und dann fällt das wieder ins Öl und dann haben wir das. Also die Magneten, es werden Neodym-Magnete sein. Die halten ganz gut, ne? Ja. Also, da bin ich. Leute, stimmt denn nicht? Ja. Das haben wir soweit. Müssen wir mal gucken. Jetzt frisst er hier den. Alter, Katastrophe. Den können wir jetzt hier unten ja gebrauchen. Müssen wir mal gucken. Können wir ja da. Kann man das nicht. Nicht drehen. Oder gar nicht. Verkehrt rum. Hätte ich mal gar nicht so machen sollen. So, so, so. Dann drehen wir den Latz nämlich so. Dann kommt das hier unten angerutscht, das Öl. Wenn das hier rausläuft, dann tropft das von da, da runter, da, weil das ist ja mit unserem Wagen hier so ein bisschen doof. Ne? Und dann können wir unseren Auffangbehälter, weil wir müssen ja so lange auffüllen, bis es da rauskommt. Unseren Auffüll Fangbehälter hier so unter machen und dann leckt das da so runter. Ne? Also das Ding ist unheimlich praktisch, muss man sagen. Das ist einfach so. Ne? Also das ist definitiv eine ganz nette, ein ganz nettes Gadget, würde ich ja mal sagen. Ne? Das klingt ja so neudeutsch. Ne? Gadget. Geil. So, da kommen jetzt 9,5 Liter rein. Da bin ich mit mir selber noch nicht ganz im Klaren, ob ich die jetzt pump und ob ich da gleich einfach mal 5 Liter in so einen Trichter reinhau. Muss ich auch noch nicht. Aber das seht ihr ja. Erstmal machen wir den hier leer und dann gucken wir mal weiter. Drüben hängt nun die Auffangwanne und dann können wir das ganz entspannt machen. Ich habe auch bei den Endantrieben
immer so ein bisschen gewartet. Ne? Das Öl ist eben dickflüssig und wenn jetzt da gleich was rauskommt, dann kannst du immer noch mal ein, zwei Schläge dazugeben, bis das dann wirklich auf die andere Seite auch gelaufen ist und in Waage ist. Ne? Die Flüssigkeit läuft ja immer in Waage, das ist ja das Schöne, das lügt ja nicht. Und dann kannst du da einfach noch mal ein bisschen was nachpumpen und dann ergibt sich das von alleine. Ne? Aber dann haben wir schon mal die große Wartung an der Vorderachse gemacht. Letztes Jahr haben wir die Hinterachse gemacht. Ich habe das immer so ein bisschen getrennt. Ich weiß nicht warum, aber habe ich so. Weiß ich nicht. Es dröppelt, ne? Da unten hin. Das lassen wir jetzt in Ruhe ausdröppeln. Und dann können wir die Deckel zumachen. Und dann sind wir Wartung, Motor und Vorderachse soweit durch, ne? Sehr gut. Kann man gar nicht sehen, ne? Schwer. Aber hier unten vielleicht? Während in Villarriba noch der Ölstand läuft und sich auspendelt, wird in Villabajo noch schnell der Kraftstofffilter getauscht. Also wir haben zwei davon. Kann man auch mit warten, bis es nicht mehr geht oder zwischendurch einfach mal machen. Habe ich jetzt keine Regel für. Weiß ich nicht. Alle paar x Stunden kann man das gerne mal machen. Ich habe für mich beschlossen, dass das jetzt mal fällig ist. Und dann ist gut. Was man aber immer haben sollte tatsächlich, egal wer, jeder, der irgendwie ackert oder macht oder tut, er sollte tatsächlich Kraftstofffilter für seinen Schlepper liegen haben. Die sind nicht so teuer und es kann immer mal dieser Moment kommen, wo die Karre nicht will. Ne? Und dann wunderst du dich und fragst dich und irgendwann stellst du fest, vielleicht ist es der Kraftstofffilter. Ne? Jo. Hintere ist ein bisschen schwieriger, da ist der Anlasser, steckt hier noch so ein Kabel, aber auch das ist möglich, ne? Wir tauschen mal. Das sieht alles sauber aus. Hier unten ist jetzt ja, so ein ganz bisschen was drin. Das machen wir sauber. Ein Schluck Bremsenreiniger und Druckluft regeln, ne? Ich kann euch sagen, Wartung war und ist immer noch wichtig. Und wenn man das selber kann, dann ist das auch gar nicht so teuer. Das muss man ganz fairerweise sagen. Das gibt alles Schlimmeres, ne? So, das hier ist diese Kraftstoffpumpe. Oh, Handpumpe, ne? Jetzt müssen wir da mit dem 10er Schlüssel. Mit dem 10er Schlüssel. Einmal. Mein Lappen. Nein! Nicht doch. Ich habe ja so eine Lappengeschichte, also ich mag ja so Lappen und benutze die gerne, aber im Diesel-Altöl-Gemisch sind die irgendwie nicht so effektiv. Was mache ich jetzt damit? Ich brauche eine Wäscheleine. Der ist nicht mehr gut. Das ist nämlich die Entlüftungsschraube. Die müssen wir jetzt lose haben. Oh, die wehrt sich aber böse. Da müssen wir jetzt pumpen, bis da der Kraftstoff rauskommt. Ne? So. Gucken wir mal. Ah, hier geht auch was. Hier geht so einiges. Pumpe wieder reinschrauben und dann wird er ja wohl hoffentlich anspringen. Ne? Das haben wir neu. Jo, dann sind wir da im Bereich Wartung ganz weit vorne, haben das schon mal abgeschlossen. Ne? Weiter geht's hier am 9er. Wir haben ja alles getauscht. Öl, Filter, Kraftstoff, Vorderachse, das ist alles gut. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob er überhaupt läuft. Ne?
Nicht, dass die Dieselgeschichte uns noch irgendwie da ärgert. Dann machen wir nämlich den Lauftest. Und parallel, deswegen muss er auch gestartet werden. Ja. Ihr habt gehört, er hat einmal gemacht. Ich als Geräuschimitator kann das ja gut nachmachen. Geht jetzt darum, dass die Vorderachse auch wirklich voll ausgefedert ist. Wenn ich den Knopf länger drücke, dann macht sie die Aktion auf. Wenn der Trecker unter 3 km/h fährt, dann muss ich die beiden Vorderachsknöpfe länger gedrückt halten, damit das passiert, was da aufgemalt ist. Wenn ich schneller fahre, reicht ein einfacher Knastendruck. Aber wenn ich halt so langsam fahre, nee. So, der Trecker. Der Trecker stuckert nicht und nix. Also diese Pumpe, diese Kraftstoffpumpe, und wir haben das ja auch mit der Schraube da oben entlüftet, dann sollte das schon passen. Ne? Nur, dass man das nochmal einmal gemacht hat. Dann haben wir auch nochmal das Öl durchgerührt. Dann passt das auch soweit. Und jetzt gehen wir dabei und bauen den Zylinder aus. Denn das ist ja der Plan. Der Zylinder von der Lenkung soll getauscht werden. Ne? Klingelingeling. Das war die eine Seite. Wie gesagt, hier kann man ganz gut sehen, ne? Anhand der Färbung, dass ich da schon mal bei war, dass ich die schon mal neu gemacht habe. Ja, und jetzt geht es weiter, das gleiche auf der anderen Seite. Ja, die Sache ist so, wie sie immer ist. Sie beginnt immer erstmal mit Saubermachen. Ne? Hier von oben kommst du natürlich mit nichts irgendwie hin, dass du das sauber machen kannst, wenn du da wäschst, ne? Also wischen wir das einmal sauber. Können uns gleich noch ein bisschen Druckluft dazu holen. Und dann haben wir doch eigentlich schon alles, was wir wollen. Dann besorgen wir uns noch die richtigen Schlüssel. Ich hoffe, ich habe sie. Und dann schrauben wir das, nachdem wir noch einen kleinen Trick angewendet haben, auseinander. Was gibt's zu tun, bevor ich da den Schlüssel ansetze? Es ist ja so, Lenkung, Achsteile, an Bremsen und so, weißt du ja nie. Drehende Teile, gut, bei der Lenkung jetzt nicht so, aber manchmal steckt der Teufel im Detail und du drehst und du wunderst dich, wieso du die blöde Schraube nicht loskriegst, und es liegt einfach nur daran, weil du die Drehrichtung verkackt hast. So, ich habe mir mal einfach Axialkugel-Gelenkkopf rausgesucht hier, die Original-Fendt-Nummer rausgesucht und habe dann bei einem Hersteller tatsächlich dieses Bild gefunden. Wir haben also bei dem Axialgelenk eine Gesamtlänge von 248 mm und haben dann das Gewinde A, das ist da, wo wir dran rumfummeln wollen, das ist 30 mal 1,5 rechts und hier unten ganz genau das gleiche, B, sprich die Einstellstange für die Spurstange, auch ein Rechtsgewinde, allerdings lediglich 28 mal 1,5, ne? Bisschen kleiner. So, somit können wir uns sicher sein, dass wir da ein Rechtsgewinde haben, ne? Weil wir wissen ja alle, solange das Deutsche Reich besteht, wird die Schraube rechts gedreht. Das ist ja immer so der altbekannte Spruch. So, und jetzt haben wir hier schon mal den richtigen Schlüssel. Einmal haben wir nämlich 55 und einmal haben wir hier 41, der geht darauf, wenn man da rankommt. Und jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie ich den Schlüssel hier verkeile, damit das leicht wird mit dem zweiten sozusagen, wobei dieser hier ja länger ist, aber auf den kriegen wir ein Rohr besser rauf. Also, machen wir mal und dann gucken wir mal weiter. Ein Trick wenden wir noch an, das war der erste Trick, gucken, was überhaupt für ein Gewinde. Jetzt kommt der zweite Trick, zeige ich euch auch. Der letzte Trick, Wärme. Und zwar, in der Regel sollte das da eingeklebt sein. Deswegen machen wir das Ganze jetzt warm, weil der Kleber, ich meine irgendwie bei 100 Grad, fängt er an, seine Idee von ich muss mal kleben zu verlieren.
Und was wird Fadi sagen? Moosbacken, Toson kniepen und dann geht er hier los. Oh, es dreht sich schon was, glaube ich. Ja, da hat sich schon was gedreht. Dieser Schlüssel ist sehr breit, den ich hier habe. Aber das macht nichts. Ja. Ehrliche Aussage von mir? Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Soll das jetzt heißen, gutes Werkzeug, gute Vorarbeit, dann ist das relativ banal, ne? Quietsch! Müsste mich erstmal Pullover ausziehen. Viel zu warm hier heute. Aber hier ist ja nun mal körperlich anstrengende Arbeit in Anführungsstrichen und dann ist auch ein bisschen wärmer. Kotflügel quietschen, kennt man. Haben wir beim 818 ja schon behoben. Hier müssen wir noch bei diesem, ne? Nützt ja alles nichts. Habe ich schon mal gezeigt. Hat auch schon Anklang bei Anna gefunden, finde ich richtig gut, weil dieses Gequietsche nervt doch, oder? Aber gucken wir mal. Eigentlich ist da jetzt Platz genug, wir können da ran. Wir werden da mal beigehen. Aber erstmal drehen wir den hier raus. Jetzt hat sich gerade drüben der Schlüssel verabschiedet. Aber dreht nicht mit, dann ist ja gut. Doch, dreht ein bisschen mit. Hier auf dieser Seite sieht man den Kleber noch ein bisschen besser, ne? Oh, ist auch noch ein bisschen warm. So, das war der Teil. Jetzt kommt der nächste interessante Teil. Interessant ja auch nicht, aber... Mal gucken, hier drüben sieht man übrigens, wenn du alleine bist, musst du so Ideen entwickeln. Dann wurde hier so ein Klotz festgemacht, hast du nicht gesehen, um den Schlüssel zu halten. Der jetzt aber trotzdem irgendwie... Wo ist der denn hingefallen? Da. Weggefallen ist, ne? Jetzt brauchen wir wieder unseren Ölauffangbottich. Und nun geht es hier dran, die Leitung zu lösen. Können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Platz machen. So. Leitung lösen. Und dann haben wir es eigentlich schon. Ich muss mal gucken. Ich muss mal überlegen. Puh, ja, wir lösen erstmal. Und danach können wir die Klammer lösen, weil die Schläuche, das muss einmal lose, ne? Wir machen mal Stopfen rein. Ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass das irgendwie aus dem Hydrauliktank, der da oben ist, sonst hier so angelaufen kommt. Ne? So, wir sehen hier, schön großer Auffang, Bottich regelt. Ne? Die können ja ruhig auslaufen, das ist ja nicht schlimm. Da könnte man jetzt auch ein bisschen unterstützen. Ne, kann man nicht. Ich dachte, man kann vielleicht ein bisschen unterstützen, dass man so den ersten Schluck so rauskotzt. Ne? Sehr gut, das dröppelt hier überall rein. Jetzt können wir hier diese kleinen, unauffälligen, dicken Schrauben lösen. Müssten eigentlich zwei auf dieser Seite und zwei auf der anderen Seite sein. Man will ja auch nicht hier unten gegen die Wanne kommen. Dann poltert die wieder runter, dann leckt das Öl überall hin. Man kennt's, ne? Aber Schlüsselverlängerung hilft. So viel weiß ich. Hummer und 30er. Ja, welchen denn? Alle, hol sie alle. Dieser hat es jetzt hier gerichtet, der gekröpfte. Das Problem ist, dass die Schrauben hier drinnen sitzen. Die können noch nicht raus, ne? Die müssen mit den Schrauben zusammen raus. Ich wusste das wohl, dass er irgendwas war. Das war auch schon wieder so lange her alles. Auf jeden Fall geht das jetzt. Oben sind immer jeweils zwei Schrauben und unten eine. Und die müssen dann eben drinnen bleiben, rausschrauben, drinnen bleiben und dann muss das hoffentlich so rausgehen. Eine konnte raus. Die ist da. Drüben unten. Die ging. Nee, hier auch nicht. Kein Platz dafür. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt.
Sagen Sie. Wo ist er? Schwer ist er auch. Ich träumte davon, dass er hier zu mir rauskommt. Ich weiß es nicht. Ob hier raus oder hoch. Vielleicht muss ich die Leitung vorher noch abschrauben. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir die Leitung noch abschrauben, weil die sich hier jetzt klemmt zum Beispiel. Gut, das ist nicht so wild. Wenn man den so ein bisschen rausgeholt hat, kommt man da ja ganz gut ran. Hier ist so ein Klotz. Den habe ich dazwischen gehabt beim Lösen, damit ich da rankomme. So, und dann brauche ich aber meine Wanne hier bei darüber. Ich behaupte mal, es wird dann nämlich hier auch gleich Lecco Mio machen. Die Leitung steht ja bestimmt voll Öl. Er hat sich geteilt. Der Klassiker. Es hat nun Vor- und Nachteile, dass er sich geteilt hat, der Zylinder. Vorteil ist, er ist dann kleiner. Nachteil ist, ich habe es eigentlich nicht gewollt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich. Was soll ich machen? So sieht der Eumel jetzt aus, wenn er hier so vor einem liegt. Ja, weiß nicht. Ich habe ja hier damals abgedreht. Ich nicht, Profi, ist ja klar. Vielleicht haben wir das nicht kantig genug abgedreht. Gute Frage, ne? Das ist hier so schwimmender Übergang. Nicht so schön. Müssen wir mal gucken. Ich brauche also einen Dichtsatz. Da ist tatsächlich zu empfehlen, entweder Hydraulikbude oder das Original. Höre ich immer wieder. Bin damals auch aufs Original gegangen, gar kein Thema. Und das Rohr, das sollte natürlich passen. Ne? Da muss ich nochmal gucken, wie ich mir das organisiere. Weil der Masterplan ist, den fertig machen und sich auf Halde legen. Weil, wenn wir uns das mal schnell durchrechnen, 926 TMS... 926 zweite Generation und der 818 Lenkzylinder, passig. Da ist es sinnvoll, wenn man sich den einmal fertig macht, schön sauber machen, schön konservieren, weglegen. Ne? Dann hat man einen, weil ich habe das auch schon erlebt. Lenko geht nicht mehr kaputt und so. Kann ja alles mal kommen. Deswegen machen wir den richtig schön fertig und legen uns den auf Halde. Ne? Was wir jetzt brauchen, sind die Schrauben. Die passen eben, das passt eben gerade so natürlich, wenn er jetzt auseinandergefallen ist, passt das natürlich noch einfacher. Ne? Eigentlich ist das natürlich nicht so gedacht, dass er auseinanderfällt. Aber was wollen wir machen? Wir können es in dem Moment nicht ändern. Wir nehmen das jetzt so, wie es ist. Der neue sollte auf jeden Fall nicht auseinanderfallen, wenn wir den einbauen. Ne? Das ist eigentlich, das ist nicht produktiv, wenn das auseinanderfällt. Das ist einmal so zusammengesteckt und dann ist das gut. Vielleicht machen wir hier was rum, dass wir hier ein Band rumwickeln oder sowas, oder ein Draht, dass der nicht auseinanderrutschen kann. Da habe ich jetzt so ein bisschen Respekt vorgekriegt. Ne? Hier sieht man auch, das Rohr hat auch einen Absatz. Ne? Also da habe ich noch so ein bisschen Respekt vor, weil den will ich mir eigentlich nicht auseinanderziehen, weil das ist nicht förderlich. Definitiv nicht. Da werden wir entweder ein Draht oder ein Band oder Kabelbinder rumspannen, dass der auf jeden Fall nicht auseinanderfliegen kann. Ne? Schnecki, warum sind deine Videos ja eigentlich immer so lang? Ja, es hat folgenden Hintergrund. Weil ich gerne zeige, was ich mache und weil ich euch daran gerne teilhaben möchte und weil ihr vielleicht nicht die gleichen Fehler macht oder machen müsst, die ich mache. Hier ist der Zylinder rausgekommen und könnt ihr das sehen? Da ist so eine Kante. Meine Finger da mal hin. Halt, Lampe verdreht. Wir verbessern uns nicht, wir verschlechtern uns so. Hier ist diese Kante. Und diese Kante sagt mir, dass das da drüben kleiner wird. Generell ist da drüben auch weniger Platz. Ich hätte auf jeden Fall zu dieser Seite rausgemusst, was der ganzen Sache vielleicht ein bisschen besser getan hätte.
Fakt ist aber auch, da unten ist das Loch von der Schraube, dementsprechend geht die Lasche da auch so runter. Ne? Es ist so oder so ein bisschen kompliziert, aber vielleicht, dass an der Kante was hängen geblieben ist. Ne? Also ich glaube, der Zylinder zu dieser Seite raus wäre effektiver gewesen. Ne? So, meine Message an dieser Stelle zu diesem Fall. Ich habe das jetzt alles sauber gemacht. Einfaches Gadget. Nehmt euch einen alten Karton, macht den da unter und lasst das da reinrieseln. Ne? Liegt überall rum, so ein Karton. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, das ist der Stand der Dinge. Das haben wir alles sauber soweit. Da sind wir zufrieden. Jetzt müssen wir hier an diese Front und müssen den Zylinder noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar müssen wir ja noch die Hydraulikanschlüsse hier, da oben. Der muss raus und der muss raus. Ne? Und dann können wir ja nochmal die Frage so ein bisschen klären. Mensch, warum ist eigentlich Nachbauteil preiswerter? Das hat natürlich verschiedenste Gründe. Ne? Ein Grund kann ich euch hier zum Beispiel zeigen. Es könnte zum Beispiel sein, dass dieses Rohr hier tatsächlich das gleiche ist. Könnte sein, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber was ich weiß, wir gehen mal weiter ran. Heute sollten 0 Stunden Sonne sein, ne? Das klappt ja nicht. Das ist ja schon mal gut. Was ich aber weiß, sehen wir hier. Wir sind jetzt auch noch verkehrt rum. Wir sind nicht so. Komm. So. Zylinder. Hier sehen wir ein aus Guss gefertigtes Teil. Ne? Das wird gegossen und danach wird das auf dieser Seite mit der Drehmaschine oder Fräsmaschine, je nachdem wie es gemacht wird, nachbearbeitet. Das Teil hier ist kein Gussteil. Das Teil hier ist stumpf gefräst. Das war mal ein Vierkant und dann wird das einfach gefräst, in der Mitte die Bohrung gemacht und dann ist es passig. Ne? Du brauchst also in dem Moment, wenn du derjenige bist, der das nachfertigen will, nicht diese Gussform und diese Gussmaschine und so, sondern kannst es CNC-mäßig herstellen. Und eine gute CNC-Geschichte ist relativ preiswert. Ne? Wenn ich jetzt mit einer CNC-Fräsmaschine mir einen Teil konstruiere, dann ist diese Konstruktion erstmal natürlich da. Das dauert einen Moment. Wenn ich es dann konstruiert habe und fräse und das erste Teil läuft, ist es nachher nur aufsparen, ablaufen lassen. Und die Maschinenstunde kostet Geld, keine Frage, aber sie ist im Verhältnis zu einer Maschine, die ich erstmal brauche, um dieses Gussteil zu produzieren und dieses Gussteil dann wiederum auf eine Maschine zu spannen, günstiger. Und deswegen ist so ein Nachbauteil im Verhältnis schon mal günstiger. Ne? So, und dann müssen wir halt mal sehen. Ja, theoretisch, wenn der Durchmesser nicht, wenn der Durchmesser derselbe ist, müsste das ja aufs Gleiche rauskommen. Ne? Wir müssen hier diesen Kram entfernen. Der wurde wegen der Lackiererei da reingemacht. Und dann eben den Flansch da rein und oder ein Schraubnippel da rein. So, und dann können wir durchstarten. Halt, dann machen wir noch irgendwas hier durch. Keine Ahnung. Wir machen von hier, hier rum nach hier hin einen Kabelbinder oder ein Draht oder was weiß denn ich, was mir einfällt. Nur dieses Blumendraht oder ach, irgendwas. Ich habe nochmal bei mir im Handvorrat geguckt. Dachte mir, vielleicht finde ich da noch entsprechende Einschrauber. Habe ich jetzt nicht gefunden. Oh je, ein Einschraubgummideckel mit Gummidichtung. Einschraubdeckel mit Gummidichtung. Sonst hätte ich gerne die Einschrauber einfach im Zylinder behalten. Ne? Aber das kann ich ja dann immer noch mal. Wenn ich mal Hydraulikteile mitbestellen, dann mal mitbestellen, wenn wir den aufarbeiten, dann ist das ein bisschen angenehmer. Ne? Das geht ja immer meistens kaputt, wenn es nicht so soll. Und wenn die Zeit drängt und wenn man dann da noch nicht mal die Einschrauber hin und her schrauben muss, ist es ja noch mal umso schöner. Ne? So, ich habe hier so ein Rohr, Stange, wie auch immer. Mit der halten wir da so ein bisschen gegen. Dann schrauben wir das doch hin. Rein. Wie wir sehen, vorbereitet ist der Kandidat. Schrauben stecken da alle drinne. So, jetzt hilft nur noch beten oder was? Muss er da rein? Jetzt eben mal von der anderen Seite. Ach so. Nee, also ach so. Ich hatte den. Nee, da warst du ja nicht dabei. Ich habe ihn zur anderen Seite rausgenommen. Und war am Sinnieren, ob es nicht sinniger ist, ihn auf dieser Seite reinzumachen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Verstecken wir da unten, da müssen wir höher. Wenn er doch nur so
so schwer wären, der Kandidat. Jetzt sind die Schrauben, die da oben so. Schrauben? Auf dem Metall da. Ja, hier ist eigentlich überall gut, ne? Die Schrauben müssen ungefähr so. Ja, das muss auf der anderen Seite. Und das muss auf der anderen Seite auch. Soll ich mal probieren? Ja, ich geh mal hin. Wir gucken mal. Müssten ja eigentlich unten zwei sein. Quatsch, unten eine, oben zwei. So. Ja, wir müssen jetzt hier tiefer durch. Also muss ich hier höher? Glaube ich nicht, dass du das hinkriegst, oder? Hier ist die Schraube im Weg, warte mal. Mach die, schieb die mal so ein bisschen. So. Ja. Ah, ich hab das Ding geschoben. Ja. Sorry. Parallel habe ich auf der anderen Seite aber auch gezogen. Ach. Also beides. Aber das ist ja rund und glatt. Achso, es hat aber rausgespritzt. Hat sich angespritzt? Nö. Hier da unten siehst du. Da hat es mir angespritzt. Achso, da, das habe ich aber nicht so. Also, jetzt hängt das da links an dem. Links? Hier ist doch Farbabplatz. Das Schwarze da. Jetzt hängt das, oh, das sieht man dann. Da an dem, diesem hier hängt das da drüben. Ja, ja. Ja, ja. Also raus ging es leichter. Also ich weiß ja, ich habe diesen ganzen Zylinder ja schon mal raus gehabt und wieder reingemacht, ne? Hier ist ja auch anscheinend Platz. Das macht ja alles einen guten Eindruck, ne? Unser Problem liegt auf der anderen Seite. Der Körper muss nur ein bisschen gedreht werden, nach vorne vielleicht. Also hier ist sowas von kein Platz. Achso, warte mal, wir können ja... Ja, bitte. Vielleicht optisch ein bisschen besser. Ja, wir sehen schon, wir fummeln mal. Huch. So, ich glaube, wir haben jetzt wie lange? Eine halbe Stunde hier rumexperimentiert. Wir können uns auf den Kopf stellen. Firma Granit hat ein bisschen, schlecht Eingangskontrolle gemacht, glaube ich. Und da frage ich mich immer, warum das so ist. Ja, und hier können wir so ein bisschen sehen, warum das so ist. Also, sieht man diese Riesenklötze hier? Die sehen wir hier ja gar nicht. Und das sind die Kanten, wo man Platz braucht. Wir wollen aber nicht irgendwie... Also ich will niemanden vorverurteilen, gar keine Frage. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt um unseren... Wir machen jetzt die Deckel da wieder rauf. Schnüren da auch mal Kabelbinder rum und dann machen wir noch ein bisschen sauber und dann schieben wir den mal hier rüber. Also nicht so, dass es jetzt hier... Der ist ja auseinandergefallen beim Ausbau und das ist ja unfair. Den will ich ganz bestimmt nicht auseinandernehmen, weil das einfach nicht gut ist. Wir werden jetzt mal zusammenschnüren und dann gucken wir mal, ob der da reinpasst, weil das ist ja das Original. Das muss ja eigentlich passen, weil ich habe noch nie gehört, dass irgendeiner, weil ich habe den ja selber auch schon ausgebaut. Ich habe noch nie gehört, dass einer die Vorderachse ausbauen muss, wenn er seinen Lenkzylinder machen möchte, ne? Das wäre mir jetzt neu, deswegen, den machen wir jetzt ein bisschen sauber. Ich hatte den damals auch mal lackiert, aber das Grau ist da wieder abgefallen. Das war nicht so ein dolles Grau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mal gucken, nicht, dass wir Selbstzweifel haben. Nehmen wir nochmal unseren Zylinder. Ich habe den jetzt mit Kabelbindern so ein bisschen fixiert. Ist eine enge Hölle hier, aber was wollen wir machen? Jetzt muss ich drüben mal die Schrauben ein bisschen. Die Schrauben müssen immer so, dass sie hier vorne nicht rausgucken, ne? Dann ist es genauso, dass es reinpasst. Okay.
ich zieh mir mal den anderen Handschuh. Soll ich was machen? Weiß ich nicht. Drücken, ziehen, schieben. Ja, dann muss aber die Schrauben einmal wieder. Warte. Ja. Noch ein Stück, ne? Ja, ein bisschen noch. Ist nicht mehr viel. Oh, ich mach die Achse. Aber. Also so sieht es ja schon fast perfekt. Ein Stück noch. Also das ist jetzt marginal, was noch fehlt. Es muss noch ein Ministück zu mir. So. Oh, Entschuldigung, es war zu doll. Meine Kraft war zu doll. Huch, oh Gott. Das war jetzt, also die Zeit haben wir laufen lassen, ne? Mit Loslaufen 2 Minuten 20, den da reinzubauen. Bei den anderen haben wir jetzt über eine halbe Stunde und wir sind, dass da noch nicht drin ist. Also da ist irgendwas im Argen, was nicht schön ist. Und das ist natürlich wieder so ein Ding, da freust du dich dann nicht, dass du Nachbau gekauft hast, ne? Und da fragst du dich dann immer zwei Dinge. Ist es sinnvoll, Nachbau zu kaufen? Und warum ist es so, dass man Nachbau kaufen kann, wo aber keiner kontrolliert hat, dass das passt? Also, sicherlich, wenn die Achse unter raus ist, baue ich den anderen Zylinder da so an. Aber die Achse ist nicht unter raus, das ist ja in der Regel nie der Fall. Meistens steht der Träger auf der Koppel und die Karre läuft nicht mehr. Das habe ich ja alles schon gesehen. Wir machen jetzt Folgendes. Machst du mit der Nase die Kamera an. Wir nehmen den jetzt wieder raus und geben dem anderen Zylinder nochmal eine Chance. Und wenn wir ihn dann drinnen haben, melden wir uns wieder. Schweißnatt von Schwed. Das will hier einfach nicht reinpassen. Ne? Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Und das kann es ja nicht sein. Der andere flutscht da so rein. Und dieser leider nicht. Ne? Jetzt ist es ja bei mir noch so. Geht ja fast noch. Ich muss ja nur zum Trecker trecken. Ne? Sonst ist ja alles gut. Ne? Ich habe eben gerade schon gedacht, wie soll das alles fertig werden. Bis wir da tun wollen, dauert nicht mehr lang. Nee. So, jetzt ist das Problem. Man will zum Trecker-Treck und das muss hier irgendwie rein. Jetzt stehe ich auf dem Feld und will das da einbauen. Dann habe ich das gleiche Problem, aber dann habe ich ja ein richtiges Problem. Ne? Oder ich brauche unbedingt einen Trecker oder was auch immer. Und das sind so Sachen, die ärgern mich. Und das ist das, ich verstehe es auch nicht. Da muss ich schon wieder der Böse sein. Ich will immer gar nicht der Böse sein, der das aber auch mal aufklärt. Weil anscheinend ist das ja irgendwie nicht so. Ich werde jetzt mal unauffällig nochmal in unser 800er, 900er Favoritengruppe nachfragen, ob jemand schon mal das Problem hatte. Und wenn das schon der Fall ist, dann wird es ja wieder noch interessanter, ne? Weil, ach, dann ist es schön, dann bin ich nicht der Einzige, aber ach, sowas muss ja immer nicht sein, ne? Dass man dann viel Geld ausgibt, ne? Wir reden hier von über 1000 Euro für ein Ersatzteil und es passt nicht. Und das ist natürlich Kacke. Sowas ist Kacke, ne? Es ist schön. Nee, ja gut, es ist nicht schön, okay. Es ist natürlich selbst verursacht, weil ich habe nicht das Originalteil genommen. Aber warum, es gibt ja auch Nachbauteile und die müssen ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber warum erwische ich immer die schlechten, ne? Keine Ahnung. Ich zweifle noch an mir, ob ich da irgendwo jetzt, ob ich da drin rumschleife. Und das ist ja so ein Ding. Was habe ich denn noch eingangs gesagt? Oh, ich male da aber lieber nicht dran rum mit Farbe. Jetzt hätte ich den schon beinahe lackiert. Schön mit Grau, weil macht man ja so. Gehört ja Grau, Fan-Grau. Habe ich ja zum Glück nicht gemacht. Aber ich bin ja jetzt auch in der Zwicksituation. Das muss da jetzt rein, weil ich ja zum Trecker-Treck will. Und ich brauche den Trecker, ne? Ja. Also, vielleicht wäre das ganz nett, wenn sich Firma Granit dazu mal äußern könnte, wie mit solchen Dingen verfahren wird, ne? Sicherheitshalber mache ich noch einen kleinen Link bei Instagram rein zu dem Video. Und dann jo, kriegen wir da ja vielleicht mal was geregelt, ne? Was machen wir jetzt? Ah, das war so. Und zwar, jetzt sieht man das Schleifen, ne? Das Ganze mache ich mit der Fächerscheibe. Quatsch. Mit der Schrubbscheibe.
Und man sieht ja hier, wie das schön blank ist. Die Kolbenstange schütze ich mit einem nassen Lappen. Und dieses hier muss ich jetzt ab und an auch mal kühlen. Sicherlich wird Hydrauliköl auch warm, und zwar richtig warm. Aber ich will natürlich nicht das Dichtungspaket da drin irgendwie beschädigen oder sonst was. Ne? Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich das zwischendurch immer kühle. Wenn man sich überlegt, dass eine Werkstattstunde 60 plus kostet, also aufwärts, je nach Werkstatt, teure Aufgabe, ne? Wir schauen mal, Versuch Nummer 1. Ich habe die Kanten hier jetzt alle gebrochen, aber wenn ich da zum Original gucke, dann ist das noch ein ordentliches Stück mehr, was da weg muss, ne? Also das ist keine Anlagefläche oder sowas, ne? Hätte man jetzt eine Fräse, hätte man ja das einmal übergearbeitet, fertig. Hätte man hier so angeschrägt, hätte man. Wir haben ja eine Fräse, aber wir haben sie noch nicht da, wo sie hingehört, ne? Und das ist ja eben das. Was ist los am Wochenende etc. pp. Oder nach Feierabend? Ja, dann brauchst du so einen Scheiß. Und wenn du das hast, hast du das, ne? So, ich werde das mal reinsetzen. Nachher muss das natürlich noch wieder lackiert werden. Aber erstmal müssen wir gucken, ob es passt. Also, Versuch Nummer 3, Lenkzylinder-Einbau. So, ich glaube, unten ist eigentlich schon mal ganz gut. Es muss hier oben diese Ecke irgendwie weiter weg. Die muss wirklich ganz schön doll weg. Hier unten geht es nachher einigermaßen. Sicherlich fällt er dann runter und kommt da unten auch gegen. Dann wird es da auch wieder kneifen, aber oben die Ecke muss erstmal weg. Weil er ist hier ja auch noch gar nicht. Oh nee, Alter. Also sowas von daneben. Krass. Kleiner Zwischenstand nach ungefähr 20 Mal ein- und ausbauen. Schrauben nehmen wir schon gar nicht erst. Hier drüben sind wir jetzt wohl mutmaßlich da ungefähr, wo wir hin müssen. Der Schleifmeister fest mit an. Hier sieht man auch meine Spur. Es ist schon der Rasen, der wäre schon weg. So oft bin ich hier schon gelaufen. Und jetzt sind wir auf dieser Seite. Ich dachte, auf dieser Seite können wir uns das alles sparen. Nee, nee, auf dieser Seite können wir uns vielleicht hier unten sparen, rumzuschleifen. Aber hier oben bleibt nicht aus. Ich habe da mal wieder eine Markierung gemacht. Das Ganze geht jetzt wieder raus. Das Gute ist, zu zweit, einer kann pusten und immer kühlen. Dann kannst du ein bisschen mehr schaffen, ne? Habe ich hier schon. Dann wird schon dünn. Da. Ach du Scheiße. Katastrophe. So, Versuch Nummer 23. Der Zylinder ist drinne, allerdings ohne Schrauben. Und natürlich noch unlackiert. Jetzt müssen wir grundieren, lackieren, weil so geht es natürlich auch nicht. Ne? Der Stunde Nummer 5 ist angebrochen, was diesen Zylinder angeht. Ne? Spannend, sehr spannend. Das ist jetzt das amtliche Endergebnis. Das war mal die frühere Kante. Die musste hier weg. Und das gleiche haben wir hier drüben gleich zweimal gemacht. Ne? Es ähnelt dann in dem Moment einfach wieder dem Original. Ne? Man muss es eben so sagen, hier hätte das Original auch noch mehr haben können, weil hier ist das egal. Aber alles andere muss weg. Ne? So, jetzt haben wir hier Silikonentferner. Jetzt werden wir das Ganze noch wieder ein bisschen beilackieren, damit uns das nicht weggammelt. Ein helles, freundliches Schwarz haben wir natürlich im Handvorrat. Und dann passt das Ganze. Ne? Es ist aber alles mehr als ärgerlich. So, mit Schrauben. Mit Schrauben. Das ist doch hier, das ist doch nur Müll. Das hat eine nicht passt, will ich mal noch nicht so sagen, weil das kann man ja nicht ahnen, weil wenn die Achse da irgendwo liegt, kann man das andere schrauben und fertig. Aber dass jetzt die Schraubenlöcher nicht passen, das ist schon ein Highlight jetzt. Also das ist schon gehobene Liga von Scheiße. Lass mich mal bitte dahin. Du kannst ja auch nicht hingucken in die Scheiße.
Stelle ist gut. Die habe ich auch da drüben. Also wir hoffen erst, dass wir ein, wenn eine passt, dann passen die anderen ja auch. Sieht gut aus. Der eine hier und der andere auf der anderen Seite. Ja, wir beide haben jetzt auch beschlossen, es ist jetzt auch 20 Uhr, heute Morgen um 11 bin ich angefangen. 20 Uhr durch, ja. 20 Uhr durch, heute Morgen um 11 bin ich angefangen mit dem Lenkzylinder wechseln. Nicht, dass ich ihn aufgebockt habe und so Schrauben, nee. Ich habe nur den Zylinder ausgebaut. Ich habe mir auch Zeit gelassen, weil ich euch das auch nicht zeigen wollte. Mittlerweile können wir den im Schlaf aus- und einbauen, wir wissen, wie es ist. Und wir haben auch an Stellen was weggemacht, wo normalerweise, auch wenn die Achse drinne wäre, es nicht passen würde. Und das ist das, was eigentlich noch beschämender ist, als das Ganze sowieso schon. Ich weiß auch nicht, ob ich immer das Glück habe, kriege ich Nasenbluten voll Hochdruck. Ich weiß auch nicht, ob ich immer hier, warum ich immer in diese Scheiße greife. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf beiden Seiten mit Schlüsseln die Schrauben festmachen. Also den ganzen Weg. Weil das so stramm ist. Entschuldigung. Dass das nicht anders geht. Die Liebe, die ich vorhin noch gemacht habe mit Lack, die ist mittlerweile auch schon dahin. Es ist einfach nicht mehr lackiert worden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn der Zylinder jetzt durchgammelt, dann schieße ich ihn zum Mond. Auf jeden Fall scheint es so, als wenn wir den jetzt reinkriegen. Immerhin schon mal. Schon mal ein kleiner Erfolg. Naja, also. Was soll ich sagen? Wir hoffen, wir hören von der entsprechenden Firma was. Wenn nichts kommt, ja, dann überlege ich mir was Nettes. Was brauchst du? Ah, Licht. Er möchte meine Taschenlampe. Und jetzt steigert sich das Ganze nochmal. Es ist nicht möglich. Kann ich mal bitte deinen Schlüssel haben? Der geht. Aber das, also. Ich kann das Maul nicht ansetzen hier. Es fällt dann runter. So wenig Platz ist da. Also, das ist ja die nächste. Warte mal, welchen hattest du? Den. Das ist ja die nächste Traumhürde. Also, das ist so schlecht konstruiert. Also, naja, das Problem ist, ich bin Industrieangestellter. Ich habe schon zu viel gesehen und gehört und Ausreden und was nicht alles in meinem Leben. Und ich kann immer nur wieder dazu sagen, und es endet immer, ich hatte neulich ja so einen Workshop, es endet immer in einer Sache. Wenn jeder seine Arbeit vernünftig machen würde, wäre es kein Problem. Aber das funktioniert leider nicht. Es gibt es nicht. Und ich bin ja auch nicht perfekt. Ich mache ja auch nicht alles vernünftig und weiß alles. Aber, das ist ein hartes Stück Brot hier. Sehr hart. Also der Ringschlüssel, den kriege ich da dann wohl irgendwie so rauf. Aber man kann noch nicht mal mehr mit dem Maul und du kriegst hier ja gar nichts bewegt eigentlich. Wie geht denn überhaupt, du hast jetzt hier die vordere festgemacht. Wie machst du denn überhaupt die hintere damit? Die hintere, das war vorhin schon ein Highlight. Und das wird, denke ich mal, jetzt mit noch weniger Platz. Da habe ich diesen Schlüssel darauf gekriegt, so, ein bisschen schräg und dann konnte ich es machen. Ich glaube nicht, dass es geht, weil ja auch mein Problem bis jetzt, das ist ja das Ganze, ich kann hier hinten noch nicht mal mit dem Maul rauf. Es passiert nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kriege den Ring nicht rauf, ist ja klar. Das will ich auch nicht in Frage stellen, gegen meinem anderen ja auch. Aber ich kriege ja noch nicht mal mein Maul rauf. Hier vorne ja. Die Schraube kann ich ja nicht weglassen. Aber ich kriege hier hinten, da ist so wenig Platz, noch nicht mal mein Maul drauf. Also, es ist grandios. Es ist die Fehlkonstruktion des Jahrzehnts. Unglaublich. Aber das ist jetzt schon ein Teil, was du über so eine Teilenummer extra für diesen Schleppertyp gekauft hast. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich war auch sicherheitshalber noch mal im weltweiten Internet und habe das noch mal nachgeguckt. Und wie gesagt, die Geschichte erzähle ich lieber noch nicht. Die kann ich dann irgendwann mal erzählen, wenn ich mehr weiß, in Anführungsstrichen. Aber ich könnte jetzt schon eine Geschichte dazu erzählen. Man ist ja doch nie alleine. Und man kennt einfach zu viele Leute mittlerweile. Ich schraube mal weiter.
Also diese Dreiecke sind ja eigentlich das Grundproblem. Das Problem ist, dass wir jetzt auch hier schleifen müssen, weil da eine Schraube ist. Kannst du nicht erfinden. Und hier ist es halt so, hol mal eine Schraube her. Bitte, Klausi. Auf dieser Seite haben wir noch nichts gemacht, aber hier ist so wenig Platz, dass du mit einem qualitativ hochwertigen Maulschlüssel, das was ich da unten schon sagte, Probleme kriegst, da drauf eigentlich überhaupt zu schrauben. Wie gesagt, wenn wir den Trecker nicht, wenn wir uns nicht für irgendwas gemeldet hätten und den Trecker nicht bräuchten, wäre mir das egal. Aber in diesem Falle ist es jetzt ein bisschen anders. Und jetzt hier schleifen wir des Todes. Ganz einfach. Das ist die Schlimmste, die beiden hier. Ja. Die ist ganz einfach. Das ist hier der Konstrukteur, das kannst du nicht erfinden. Das kannst du nicht erfinden, wie die Menschen, der Schreibtischtäter, wie der agiert und wie der in der Praxis dann damit leben muss. Das erlebe ich ganz oft. Der nächste Tag, ne? Kaffee und Schokolade beruhigen. Schlafen übrigens auch. Ich glaube, das Video wird sehr lang, weil wir uns jetzt sehr lange darüber ausgelassen haben, über diese Problematik mit diesem Ersatzteil, was es schon jahrzehntelang gibt und was einfach nicht passt. Ne? Ist halt ärgerlich. Ich würde mich freuen, wenn da Bezug drauf genommen würde und wenn man da mal irgendwie einen konstruktiven Austausch hinkriegt, damit das irgendwie von der Backe kommt. Weil wenn so eine Nacht rum ist, erfährst du immer von anderen, dass die auch schon das Problem hatten. Und das ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, ne? Und da wurde, na, werden wir sehen. Das war auch interessant auf jeden Fall. Fakt ist, dass der da drin ist. Ich habe die Leitungen alle angeschlossen. Das ist schon wieder alles fertig. War auch so ein bisschen tricky, kann man hier sehen. Der Winkel stimmt nicht ganz von dem, dass, ja, das ist irgendwie auch nicht schön. Na, der ist gerade und der müsste normalerweise auch gerade sein, ist er aber nicht, ist schräg. Gut, da hier eine Schlauchleitung kommt, gleicht es das aus, aber ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Und dann habe ich die ist schon ganz grob montiert, weil ich diese neu gemacht habe. Und zwar hier. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Und das Ganze steht auf dieser Seite noch aus. Das mache ich mal einmal mit euch zusammen, dann haben wir das nämlich auch nochmal gesehen, weil die ist nämlich kaputt. Und wenn sie kaputt ist, dann kommt da Dreck rein. Und wenn da Dreck reinkommt, dann geht das kaputt und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Das zeige ich jetzt nochmal. Und ich glaube, dann kommen wir Richtung Ende des Videos. Ja, alles andere sieht man dann halt im nächsten Video, ne? Aber wir kloppen erstmal den Spurstangenkopf da raus und tauschen die Manschette. Gestern habe ich das Ding schon mal eingesprüht. Vielleicht bringt es ja was. Der muss da bleiben, weil... Ja. Zum Lösen, weil der das Ganze hier schwenkt. Aber das passt. Das ist natürlich der Nachteil, wenn das hier nicht fest ist. Aber mach nichts. Mutter erstmal lösen. Das Gewinde ist hier unten extra abgesetzt, damit man da drauf rumballern kann. Ich handhabe das immer so, dass ich mir das jetzt so einstelle, dass wir beides als Draufschlag haben. Also, wenn ich die jetzt schlage ich auf das Innere und auf die Mutter. Lieber ein bisschen mehr auf das Innere als auf die Mutter, ne? Es gibt hier natürlich Gerätschaften, um das mit dem Abzieher zu machen, irgendwie so zum Klemmen. Habe ich nicht, müssen wir uns so helfen. Ne? Ich habe die Stange jetzt hier mal so ein bisschen abgelegt und jetzt brauchen wir eigentlich nur einen guten, präzisen Schlag. Na gut, es waren zwei.
Der Indiz, dass ich von Hand noch drehen kann, ist, dass ich kein Gewinde beschädigt habe, ne? Ja, der Spurstandkopf, wie gesagt, ist noch in Ordnung. Den habe ich auch... Nee, ich habe den noch nie getauscht, keine Ahnung. Meine Variante ist ja die mit dem Fettnibbeln hier oben. Das heißt also, hier ein Loch reingebohrt, ganz vorsichtig mit Fett, damit da keine Späne reinkommen. Können wir uns aber auch beim nächsten Träger nochmal angucken, wenn wir das machen. Und dann hier einkleben, den Schmiernibbel, diesen, jeden welchen. Und dann ja, einmal im Jahr, spätestens zum TÜV, Fett reinmachen. Und wenn ihr da Fett reinmacht, Handfettpresse, am besten eine Einhandfettpresse, empfehle ich sowieso immer, weil ich die am geilsten finde, so für mich persönlich. Und dann kannst du drücken, ganz vorsichtig, und dann merkst du, wie es schwerer wird. Und dann einfach aufhören. Da ist da genug Fett drin. Das ist 1,5 Schläge oder so. Mehr geht da gar nicht rein. Na? So. Jetzt ist es so, dass die Manschette kaputt ist. Da ist noch Platz genug drin. Ne? Ist jetzt nicht, dass sie kaputt gegangen ist, weil da Fett drin ist mit mal mehr Fett. Nein, die ist kaputt gegangen, weil sie einfach dem Alter entsprechend porös geworden ist. Jetzt muss man sehen, nicht wegfallen. Die Manschette, die neue hat hier, hat die alte auch, ja, so eine Art Feder, die das festhält, und das ist einfach nur ein Metallring. Der Metallring ist hier nur drauf. Ich nehme jetzt meinen guten Klopp-Klopp-Schraubendreher. Kann die da einfach runterklopfen. So, das ist das ganze Hexenwerk. Kein Geheimnis, ne? Hebeln wir das hier weg. Dann haben wir hier die alte Manschette, die leider aufgegeben hat. Aber das ist halt so. Und dann können wir so ein bisschen, ohne dass wir da Dreck reinbringen, ein bisschen altes Fett rausnehmen. Kann ja nicht schaden. Wir drücken ja wieder Neues rein. Ne? Also bei Gelegenheit. Derzeit sehe ich da jetzt keinen Bedarf. So. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, da mache ich zu gerne Langzeitfett rein. Ne? Das hilft allen Beteiligten. Und ich behaupte auch, durch diese Zugabe von Fett ist einfach die Langlebigkeit dieses Produkts eine ganz andere. Ne? So, alles ordentlich reinigen. Diese gute Manschette kommt hier jetzt rüber. Schwupp. Drückt sich da so hin. Das ist alles gut. Jetzt ist hier unten unser Problem. Jetzt muss dieser Metallring hier natürlich rüber. Jetzt habe ich nichts, was darüber passt. Keine Nuss oder ähnliches. Habe ich einfach nicht. Gibt bestimmt auch Spezialwerkzeug XYZ. Ich nehme hier jetzt meine Kniepex. Das ist jetzt so ein bisschen tricky. Nee, das gefällt mir heute auch nicht. Um den ganzen, den ersten Schlag zu verpassen, müsste doch eigentlich passen hier. 55 passt nicht. Was haben wir denn hier? 60 haben wir hier noch. 60 geht. Gehen wir mal mit so einem Schlüssel. Damit das Ganze in die Richtung kommt, wo es hin soll. Das will. Nicht schön, aber selten. Farbe ab. So sieht das Ganze da jetzt drauf. Kleines bisschen musste diese Blechkante leiden, aber da muss sie halt durch. Ne?
Das wird ihr nicht schaden. Gut, dann kann die ganze Aktion wieder zurück in die Vorderachse, ne? So. Ordentlicher Schlag. Da das ja da drin konisch ist, muss sich das ja halten. Es hält sich in der Regel nur durch einen Schlag erstmal. Und dann kommt irgendwann von unten die Mutter und zieht das ran. Manchmal hilft auch Schrauben und Schlagen gleichzeitig. Ist aber alleine immer schwierig, ne? So. 10 sehen wir hier schöne neue Manschette. Jetzt können wir unsere Axialgelenke wieder mit dem Zylinder verbinden. Jetzt geht's hier los. Loctite, Mittelfest, kommt darauf. Und dann muss das da irgendwie rein. Ich weiß noch nicht wie. Ich brauche auch vielleicht beide Hände dafür. Auf jeden Fall könnt ihr euch denken, ne? Ich schraube den da jetzt rein. Genauso auf der anderen Seite. Und dann sind wir soweit durch. Mal gucken. Ich kann leider das Quietschen nicht mehr ausbauen. Das wollte ich eigentlich noch gemacht haben. Problem ist, ich habe keine leeren Fettkartuschen mehr. Ich habe neulich alle weggeschmissen. Da war in der Mülltonne noch Platz. Und dann sind sie da hingegangen. Und jetzt habe ich keine Fettkartusche, um dieses Quietschen irgendwie auszumachen. Das müssen wir noch ein bisschen schieben. Das hätte ich gerne in diesem Atemzug gemacht, weil man kommt hier ja sehr gut an. Ne? Feder ausbauen. Wenn man die Feder ausgebaut hat, nach hier rausziehen. Und dann kann man in dem Moment rausziehen, dann kriegt man die Feder raus. Und dann macht man das ein bisschen sauber und dann arbeitet man die Fettkartusche da ein und dann ist das gut. Ne? Konnte ich jetzt leider nicht, weil keine Fettkartusche. Naja, die Saison startet ja auch erst, dann gibt es wieder Fettkartuschen bis zum Umfallen. Und dann stellt man nachher im Winter fest, oh, man wollte ja noch was machen. Ich kenne die Nummer ja. Zum Schluss gibt es ja noch eine Wartung. Zack. Dann hier, wie gesagt, mit der Einhandfettpresse. Wenn man da jetzt rauf geht, merkt man, es geht leicht. Und jetzt geht es schwer. Also genug Fett drin. Und dann natürlich hier unten noch Kreuzgelenk. Ich bin so ein Typ, ich schmier es auch gern von beiden Seiten ab. Da muss ja auch nicht viel Fett rein, nehme ich aber auch Langzeitfett. Machen wir jetzt von der anderen Seite und drüben bei der anderen, generell auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung rechts, machen wir es genauso. Was ich noch vergessen habe, Entschuldigung, wir haben ja hier unten noch Special. Müssen wir natürlich auch schmieren. So. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwann, was ist das heute? So viel Dreck drin, ne? Ja. Wenn wir das schaffen, das gleiche, so ein Schmiernippel wie von unten, wollen wir ja gerne nochmal von oben machen. Das will ich nochmal irgendwie hinkriegen, dass wir das für alle Schlepper dann haben, ne? Aber das, ja, kommt Zeit, kommt auch das, weil das finde ich ganz cool, wenn man die schmieren kann, die Stellen, weil die werden ja nun wirklich belastet. Man sieht das zum Beispiel beim Kramer, der hat das ja zum Schmieren, ne? Unser Kramer Allrad. Und das hat er ja nicht umsonst, ne? Und deswegen ist das ganz cool, wenn man das hier auch alles schmieren kann. Das ist nun unser Endergebnis. Alles wieder zusammen. Er darf jetzt rausrollen. Räder drauf. Und dann schauen wir mal. Ich muss mal gucken, wie so meine Zeitplanung ist. Vielleicht eine Kleinigkeit mache ich noch. Aber das... Ach so, seht ihr im nächsten Blog. Genau. Katharina ist gerade dabei und kämpft sich durch das Online-Shop-Wesen. Ne? Ach ja. So langsam, irgendwann soll ja mal so ein neuer Online-Shop online gehen. Und ja, Stück für Stück kämpfen wir uns dahin, ne? Es ist, wenn man das alles in seiner Freizeit macht, natürlich immer so ein Ding. Naja, und wenn man dann halt sich auf den einen Shop eingestellt hat und jetzt was Neues hat, man muss immer irgendwie suchen. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Aber vielleicht wird das dann nicht nur für euch einfacher, sondern auch für uns. Und das ist das Entscheidende, weil wir müssen Zeit sparen. Und ja, das ist uns eigentlich so ein bisschen wichtig, ne?
Ja, ja, sodass man vielleicht nicht so viele Nachfragen per E-Mail noch dann nachträglich rausschickt, dass es eigentlich alles schon mit dem abgearbeitet ist, wenn bestellt ist. Genau. In 24 Stunden nämlich sind wir mit dem Trecker unterwegs, Trecker-Track. Wir haben es im letzten Video schon gesagt, es ist so ein bisschen Delay, aber das ist egal. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Urlaub haben, ein bisschen Osterurlaub uns nehmen und die Tage ein bisschen vernünftig verbringen. Und wir opfern ja schon viel Zeit Ostern dafür, für Trecker-Track, ne? Von daher alles gut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bei der wir dann damit zum Trecker-Track fahren. Ja, sehen wir uns wieder, ne? Aber bleib gerne dran. Genau. Wir packen nämlich noch Pakete aus. Bist du dir sicher? Was du alles weißt? Ich weiß das nicht. Ich wüsste da nichts von, aber ist egal. Wir werden das bestimmt irgendwie... Ach so. Das kann ich dir nicht sagen. Das wird ich schwer. Ich muss gleich gucken. Ich glaube, hier über Ostern wird das schwer gewesen sein, dass da was gelaufen ist. Ich glaube, da war Post aus. Da kann ja keiner was gebracht haben. Es kann ja keiner was bringen. Siehste, guck, Ostern ist Ostern. Außer Samstag. Wir sind mal gespannt. Wir gucken mal. Wir schauen mal, wenn nee, dann nee. Und ansonsten hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen eskaliert ist mit diesem Zylinder, aber das hat mich schon so ein bisschen getriggert. Wir hoffen mal, dass das jetzt alles läuft. Wenn es läuft, ist alles gut. Dann waren es halt nur jede Menge Stunden Ärger und Arbeit. Ansonsten, wenn es nicht läuft, war es natürlich richtig dumm. Aber es wird schon. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.